Aloha, wir sind wieder hier im Paradies, dort wo ich bin, war und immer sein werde. Heute ist der 5. März 2021, Freitag. Der Mond ist im Skorpion, mein Geburtssternzeichen. Meine Herrscherplaneten sind der Mars und der Pluto. Der Mars hält sich gerade zurzeit in der Nähe der Plejaden auf, im Sternbild Stier. Der Pluto, der ist ein bisschen weiter abseits, der ist relaxed, ganz entspannt. Ich werde einfach mal ein wenig über den Skorpion erzählen. Tiefe Einsichten vergehen und werden Befreiung. Der Stachel des Skorpions begleitet dich in die andere Region. Der Tod ist ein weiser Begleiter. Scheue ihn nicht. Schau ihm noch im Leben ins Gesicht. Denn hast du ihn dir angeschaut, einmal deine Ängste in der Tiefe abgebaut, dann verliert er seine Kraft zu schrecken und du bist nicht mehr zu bestechen und zu necken. Du fragst dich unweigerlich, was ist der Sinn des Lebens? Leben wir hier nur vergebens? Worauf kommt es an? Was bedeutet der Lebenswahn? Was ist die Hölle? Was ist das Leid? Er macht dich für den Lebenskampf bereit. Weiht dich ein in die mystischen Seiten, kann dich in der Dunkelheit wach begleiten. In ihr wird die Weisheit gewebt und das Netz gespannt. Für das karmische Schicksalsband. Der Skorpion lehrt dich zu erkennen, frei zu leben und deine eigenen Geschichten zu weben. Es gibt über 600 Arten von Skorpionen, die der Familie der Spinnentiere angehören. Skorpione sind in Südeuropa, Afrika, Asien, Australien, Amerika und im Mittleren Osten zu finden, wo sie warme Trockenlandschaften, Wüsten und Halbwüsten bewohnen. Trotz großer Unterschiede in Färbung, Größe, Entwicklung der Gliedmaßen und Augenzahl ist jeder Skorpion augenblicklich als solcher zu erkennen. Die auffallendsten Merkmale sind bei allen gleich. Die Unterteilung des Körpers in zwei Hauptteile. Ein Kopf-Bruststück mit zwei Paar Mundwerkzeugen und zwei mächtigen Zangen. Sowie ein gegliederter Hinterleib mit vier Paar Beinen. Und besonders der über den Rücken nach vorne gebogene, zum Kopf weisende sechsfach gegliederte Giftstachel. Die größte Art lebt in Westafrika und wird 20 cm lang. Skorpione sind dämmerungs- und nachtaktiv. Sie ergreifen ihr Beutetier, halten es fest und zerquetschen es. Leistet es Widerstand, wird es blitzschnell mit dem Giftstachel gestochen. Skorpionstiche können bei Menschen Fieber und Schmerzen verursachen, sind aber in der Regel nicht tödlich für sie. Zur Nahrung des Skorpions gehören Fliegen, Heuschrecken, Grillen, Nachtschmetterlinge, Ameisen, Termiten, Käfer, Spinnen, Mäuse, und Eidechsen. Ihre Mundöffnung ist klein, so verzehren sie nur kleine Stückchen von der Beute, sowie deren Körpersäfte.
können allerdings viele Monate lang ohne Nahrung auskommen. Skorpione sind lebend gebärende Tiere. Die Jungen klettern direkt nach der Geburt auf den Rücken der Mutter, wo sie sich mit Hilfe von Saugnäpfchen an ihren Beinen festsaugen und bis zur ersten Häutung bleiben. Danach verlassen sie die Mutter und nach 6 bis 7 Häutungen sind sie ausgewachsen. Der Skorpion und seine Kraft in den Kulturen der Welt. Der Skorpion gilt von jeher als Symbol des Todes und der tödlichen Bedrohung. Er steht für die Spannung zwischen Leben als Leiden und Tod als Befreiung. Im alten Ägypten ist Selket, die Skorpiongöttin, die Schutzgöttin des Lebens, der Menschen und der Toten. Der Legende nach sollen ihr 7 Skorpione gegen Feinde geholfen haben. Daher trägt sie als Symbol einen Skorpion auf dem Kopf und wird in Zaubersprüchen zum Schutz gegen Skorpione angerufen. Die Himmelsgöttin Isis ließ sich auf der Flucht vor Seth, dem Bruder und Mörder ihres Gatten Osiris, von 7 Skorpionen begleiten. In der Götterwelt der Mayas wird der schwarze Kriegsgott Ecchua mit einem Skorpionschwanz dargestellt. Der griechische Gott Thanatos, römisch Orcus, steht für den Tod, das Ende der Dinge und trägt die Verstorbenen in den Hades. Auch ihm ist der Skorpion zugeordnet. Die griechische Göttin Artemis sandte den Skorpion aus, um den Jäger Orion zu töten, der ihr auf den Fersen war. Am Ende wurden Skorpion und Orion von Zeus als Sternbilder an den Himmel versetzt, wo ihre Jagd immer weitergeht. Zeigt sich der Skorpion im Osten, flieht Orion im Westen, unter den Horizont. In der Bibel wird der Skorpion in der Johannesoffenbarung als Höllentier, Tier der unteren Welt und des Ahnenreiches genannt. Als Wetterorakel kündigt er wie die Schlange Regen- und Trockenperioden an. Taucht der Skorpion in unserem Leben auf, so fordert er uns auf, die lange gemiedenen, sorgfältig ausgeblendeten dunklen Teile in uns anzuschauen. Er trägt uns auf, in unsere eigenen Tiefen zu steigen und uns mit dem Tod, den Verletzungen, der Vergänglichkeit, den krankmachenden Mustern, dem Leid in uns, dem, was uns die Lebensenergie abzieht, zu beschäftigen und die dunkle Seite des Lebens kennen, wandeln und lieben zu lernen. Wir haben nichts zu verlieren, denn hier liegt unsere verloren gegangene Kraft, die Heilung, unsere Wasser- und Feuerkräfte. Hier werden wir eingeweiht in die Mysterien des Lebens durch den Tod, können unsere Energie zurückholen, reinigen, vitalisieren, wandeln und erneuern. Der Skorpion ist schlau, leise und wendig und ein guter Begleiter im Jenseits und in der Unterwelt. Er kennt die Eingänge dorthin sehr genau. Er weiß, was hier lauern kann und was zu tun und zu lassen ist. Er kann auf den richtigen Zeitpunkt warten und scheut die Auseinandersetzung nicht. Er kennt die Wege der Dunkelheit, kann es zur Not mit den Dämonen und dunklen Kräften aufnehmen und sie besiegen. Er beschützt unsere Lebensenergie mit seinen Werkzeugen. Gift kann mit Gegengift geheilt werden.
Mit seiner Hilfe können wir langsam und Stück für Stück unsere Lebensenergie zurückholen, sie wieder zusammensetzen, um vollständig und heil zu werden. Bei Heilbehandlungen in Gefilden der Anderswelt können wir ihn als beschützenden und uns tarnenden Seelenführer mitnehmen. Er bringt uns dorthin, wo die Besetzungen, krankmachenden Verbindungen, gebundenen Gefühle und gefährlichen Dämonen sitzen, die das Seelenlicht schwächen und Krankheiten verursachen. Er hilft im Kampf mit diesen Kräften, sodass Heilung geschehen kann. Von der lichten Seite betrachtet, der Skorpion hat seinen Stachel immer aufgerichtet. So lehrt er uns, wachsam, jederzeit einsatzbereit und umsichtig zu sein. Sein Körper ist zweigeteilt. Die eine Hälfte trägt den Giftstachel, die andere die Zangen. Dies verweist auf die dunkle und die helle Seite des Lebens, das Vergehen und Werden, die diesseitige und die jenseitige Welt, die wahre Kraft kann nur in beiden Welten und in ihrer Verbindung gefunden werden. Der Skorpion fordert uns auf, uns mit dem Tod im Leben zu beschäftigen, uns auf die Suche nach unterirdischen und verborgenen Verstrickungen und Verbindungen in unserem Leben zu machen, uns mit der Tiefe in uns und unseren uns bewussten Seiten auseinanderzusetzen, die Dunkelheit nicht zu fürchten, denn hier liegen viele Heilmöglichkeiten. Seine Eigenschaft, sich zu häuten, steht für Wachstum und Erneuerung der eigenen Kraft. Er bringt das Wissen um die Unsterblichkeit der Energie und die Wandlung der Materie. Er verbindet mit dem Element Feuer Kraft, da er in heißen Gefilden lebt, und Wasser Emotion, da er in die Tiefe führt. Von seiner dunklen Seite betrachtet steht der Skorpion für Sorge, Kampf und Aggressionsbereitschaft, Zorn, Wut, Hinterhältigkeit, unbewussten Energieraub, sexuellen Missbrauch, Süchte und perverse Leidenschaften, hypnotisieren und einlullen, betäubende, lähmende Elemente, die Neigung, überall Gefahren zu wittern, alles auf sich zu beziehen, andere zu schwächen und das Gefühl, missverstanden zu werden. Er kann auf die Gefährlichkeit einer Situation hinweisen, auf gebundene Emotionen, Flüche, Verbannungen und alte karmische Verstrickungen, die die Energie in falsche Bahnen lenken. Der Skorpion ist das achte Zeichen des westlichen Tierkreises, das von Pluto und Mars regiert wird. Skorpiongeborene sind mystisch, veranlagt, ernsthaft, philosophisch, tiefgründig, zuverlässig, impulsiv, spontan. Das Skorpion-Amulett steht für Schutz vor Dämonen, Führung und tiefe Erkenntnisse. Seine Steine sind der Amethyst und der Granat. Seine Farben rot, orange, schwarz, violett. Seine Elemente sind Wasser, Feuer und Erde. Seine Symbole, der Stachel. Weitere Assoziation: die Todesangst, Feuerkraft, Auferstehung vom Tod, Einweihung in die Mysterien, Todesüberwindung, Prüfung. Die Zahl 7, Samhain,
Einführung in die Dunkelheit und Schöpferkraft. Der Skorpion steht für deine magische, mystische Macht, für die Kräfte der Dunkelheit und des Todes. Er steht für die Verwandlung der Lebenskraft. Er ist ein Hinweis darauf, dass jetzt Altes, unter dem man leidet, aufgelöst werden kann. Ich sage jetzt Ja zum Leben, Ja zum Tod, Ja zu mir. Ich bin jetzt bereit, altes Leid loszulassen und mich für das Neue in meinem Leben zu öffnen. Dankeschön.